Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar von Mods, die heute am 9. Februar bei Giants im Mod-Hub freigegeben worden sind. Wir sind wiederum zu Gast hier auf der NF Marsch. Und zwar, weil diese ein wichtiges Update bekommen hat. Den Changelog könnt ihr gleich hier auch sehen. Ihr könnt auch gerne das Video stoppen, wenn ihr nicht nachkommt, mitlesen, weil es geht da ziemlich schnell durch. Deswegen einfach das Video stoppen und dann die entsprechenden Punkte in Ruhe durchlesen. Ja? Bevor wir jedoch mit der Mod-Vorstellung im Detail starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Wolfgang und bei Andreas für das Abo. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir sinken schon mal runter hier und dann legen wir auch gleich los mit der Mod-Vorstellung im Einzelnen. Wir starten gleich mit einem Update, und zwar einem Update, was von FBX Modding kommt, und zwar mit der Downloadgröße von 1,57 MB in der Version 1.0.0.1 jetzt und für alle Plattformen, und zwar ist das diese Eigenbau-Ballengabel. Diese einfache Ballengabel kommt mit einem Gewicht von 186 Kilo und kostet 850 Euro. Bei den Hauptfarben kann die Standardpalette ausgewählt werden, bei der Designfarbe ebenso. Der Changelog zu dieser Ballengabel sagt, dass die Beschreibung angepasst worden sei. Wichtig, diese Ballengabel kann jetzt nicht nur an den Frontlader angebaut werden, sondern kann auch an die Fronthydraulik, an die Heckhydraulik oder sogar an einen Teleskoplader angehängt werden. Also man kann hier sehen, ich habe sie einfach ganz klar an die 3-Punkt-Hitch hier angehängt, und zwar hinten wie auch vorne. Ich habe jetzt keinen Frontlader hinzugenommen. Also das geht, dann kann man es an den Frontlader anhängen und natürlich auch jetzt neu an den Teleskoplader. Die nächste Mod, die neu dazu gekommen ist, ist Frontget Synchro 4 Meter, und zwar von Simulator Games Bipic. Downloadgröße 7,87 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Paket mit zwei Geräten, einmal den Synchromix und einmal den B-Synchros 4. Der Synchromix ist eine Scheibenecke für die flache Bodenbearbeitung. Kommt mit einem Gewicht von 1,8 Tonne, braucht 150 PS, Arbeitsbreite 4 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Preis 24.026 Euro. Bei der Konfiguration kann entschieden werden, ob dies vorne oder hinten angehängt wird, also Frontanbau oder Heckanbau. Das B-Synchros 4 Gerät ist ein grober, kommt mit einem Gewicht von 1,7 Tonne, braucht 140 PS, Arbeitsbreite auch 4 Meter, arbeitet bei 13 km/h und kostet 14.950 Euro. Auch hier kann gewählt werden, ob dies vorne oder hinten angehängt wird. Somit kann in einem Arbeitsdurchgang geeckt wie auch gegrubbert werden. Die nächste Mod ist die John Deere 4755 oder 4955er Serie von AAA Modding. Downloadgröße 41 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um ein Set von zwei Traktoren mit jeweils zwei verschiedenen Konfigurationen, also einmal den 4755er in der US-Version, und zwar hier einmal in der 4-Rad-betriebenen und einmal mit der 2-Rad-betriebenen. Dann gibt es die 4755er in der EU-Version und hier ebenfalls mit der 4-Rad-Antrieb oder mit dem 2-Rad-Antrieb. Wir schauen uns einmal die EU-Version an, und zwar in der 4-Rad-Antriebsversion. Und zwar kommt die mit 190 PS Leistung, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 386 Liter, Maximalgeschwindigkeit bei 35 km/h und wiegt 9,7 Tonnen. Der Preis so ab Stange 99.500 Euro. Bei der Konfiguration kann gewählt werden, hier einmal ein Frontgewicht von 1000 Kilo oder eben Standard. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin,
Continental und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Rundumleuchte kann hinzugefügt werden, entweder mit einer oder ohne. Anhängerkupplungen gibt es verschiedene Versionen. Einmal Standard, dann die K80, die wird hinten angehängt. Dann die Frontkupplung und auch dann die Frontkupplung mit der K80. Ja? Frontladeranbau kann natürlich gewählt werden. Das ist der 643er R von John Deere natürlich. Bei der Motorenausführung gibt es die 4755er mit 190 PS oder die 4955 mit 228 PS. Hier gibt es natürlich die Option des GPS-Mods und das Kennzeichen kann auch hinzugefügt oder geändert werden. Wir schauen uns noch kurz die zweiradbetriebene Version an. Es ist hier alles dasselbe. Die Leistung, alles bleibt sich genau gleich. Es ist nur einfach, dass nur die zwei Hinterräder angetrieben sind. Ebenfalls von AAA Modding kommt gleich die nächste Mod und zwar das WM185 Mähwerk. Downloadgröße 3,79 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieses Seitenmähwerk wird natürlich nicht so wie bei mir hier vorne angehängt, sondern hinten. Und wiegt 435 Kilo, braucht 26 PS und arbeitet bei 22 km/h. Arbeitsbreite 1,9 Meter. Kostenpunkt hier 8.500 Euro. Beim Design kann gewählt werden zwischen dem WM185 oder der RK185. Bei den Leistungen und so weiter ändert sich nichts, es ist nur lediglich eine Farbversion. Dieser Ballensammelwagen des Typs PLT600 von Lizard kommt von Savvy Modding AM Modding und hat eine Downloadgröße von 5,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Ballenanhänger, der kann bis zu 18 Ballen transportieren, wiegt 2,8 Tonnen und kostet 11.500 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian Tires, Trelleborg und wieder Nokian. Und hier kann natürlich auch das Kennzeichen geändert werden. Pepe 978 bringt uns den Galignani 9250 SL Ballenpresse. Downloadgröße 7,38 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Ballenpresse wiegt 3,4 Tonnen, braucht 90 PS, um bedient zu werden, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und macht Rundballen mit dem Durchmesser zwischen 125 cm und 1,50 m. Preis in dieser Konfiguration 39.000 Euro. Hier kann bei der Konfiguration die Reifenvariante geändert werden zwischen Standard und Breitreifen. Und natürlich kann noch die Felgenfarbe entsprechend geändert werden. Leider gibt es hier kein Nummernschild. Vertex Design bringt uns eine weitere Mod und zwar in diesem Falle hier das Knies VA Pack. Downloadgröße 7,43 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit zwei Anhängern. Einmal der VA6, der 6 Stück Rind oder Kuh transportiert, 10 Stück Schwein oder 9 Stück Schaf. Das ist dieser Anhänger hier, wiegt 1,5 Tonne und kostet 13.200 Euro und bringt weiter keine Konfigurationsmöglichkeiten außer dem Nummernschild. Dann haben wir den VA8, der 8 Rinde transportiert, 12 Schweine und 12 Schafe. Wiegt 2 Tonnen und kostet 16.900 Euro. Hier kann bei den Reifenherstellern gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg und hier kann natürlich auch das Kennzeichen geändert werden. Diese Knies VA Anhänger haben eine ziemlich schöne Animation beim Öffnen. Also ich werde jetzt mal schließen. Okay, ich öffne nochmal. Also da geht die Rampe hoch. Wunderbar. Der TSW 6240W von Bergmann wird präsentiert von Mario 8479 mit der Downloadgröße 12,52 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Dieser Miststreuwagen kommt standardmäßig mit 19,5 Kubikmeter Fassungsvermögen.
wiegt 9,3 Tonnen, maximales Zuladegewicht 14,7 Tonnen, braucht 220 PS, um bedient zu werden, hat eine Streuweite von 24 Metern und arbeitet bei 16 km/h. Die Standardversion kostet 73.000 Euro. Bei der Konfiguration kann geändert werden, entweder eine Bordwand mit Gitter, dann Bordwand klein, Bordwand groß, beide Bordwände, dann Bordwand klappbar links, Bordwand klappbar rechts und beidseitig klappbar und zurück zu Standard. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann beim Design kann ein Unterfahrschutz hinzugefügt werden. Beim Streusystem kann gewählt werden zwischen Standard, eine Begrenzung rechts, eine Begrenzung links und wieder zu Standard. Bei den Farben haben wir zur Auswahl entweder grün oder schwarz und wir können das Kennzeichen anpassen. Noch zu erwähnen gilt, dass in der Version hier mit den Bordwänden angebracht ist das Fassungsvermögen 25 Kubikmeter, jedoch das maximale Zuladungsgewicht hat sich nicht geändert natürlich. Der Fortschritt HW80 kommt von Eric FS, Downloadgröße 8,73 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich natürlich hier um einen Anhänger für Schüttgut. Standardmäßig hat er ein Ladevolumen von 11 Kubikmeter, wiegt 3,8 Tonnen und kann bis zu 7,2 Tonnen zugeladen werden. Preis in der Standardausführung 8.500 Euro. Hier können bei den Reifenherstellern gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin und Lizard. Die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Grün, Blau, Rot und Weiß. Die Designfarbe haben wir Blau, Grün oder Rot, was dann auch die Abdeckung betrifft. Und bei der Felgenfarbe haben wir die Standardpalette. Natürlich kann auch hier das Nummernschild geändert respektive hinzugefügt werden. Von LS Agrar Ole kommt das Joskin Draka Pack und zwar mit der Downloadgröße von 16,04 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Hängern und zwar fangen wir an mit dem 6600er, der natürlich alles aufnimmt, was Schüttgut ist. Der kleinste kommt mit einem Ladevolumen von 28 Kubikmeter mit einem Gewicht von 9,7 Tonnen und einem zuladbaren Maximalgewicht von 19,3 Tonnen. Preis 50.000 Euro. Konfiguration haben wir hier die Möglichkeit, einen Aufbau hinzuzufügen, was dann das Volumen auf 29,5 Kubikmeter erhöht oder zurück zu Standard. Bei den Reifenherstellern können wir wählen zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und es gibt natürlich auch hier ein paar Varianten bei den Reifen. Das Kennzeichen kann natürlich konfiguriert werden. Gehen wir zum 7600er, da ist ein Ticken größer, da sind dann 33 Kubikmeter in der Standardkonfiguration. 10,9 Tonnen wiegt der Anhänger, kann gefüllt werden mit 21,1 Tonnen und Grundpreis ist 52.000 Euro. Hier kann auch wie im vorderen Modell ein Aufbau hinzugefügt werden, welches das Volumen auf 34,5 Kubikmeter erweitert. Alles andere bleibt wie gehabt. Der 8600er kommt standardmäßig mit 38 Kubikmeter Ladevolumen mit einem Gewicht von 11,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 22,1 Tonne, Kostenpunkt 59.000 Euro. Der Aufbau erweitert das Fassungsvolumen auf 38,5 Kubikmeter. Und kommen wir zu guter Letzt zum 9600er. Der hat standardmäßig ein Ladevolumen von 41 Kubikmeter, wiegt 12,7 Tonnen, maximales Zuladegewicht 23,3 Tonnen, kostet 72.500 Euro. Konfiguration hier, der Aufbau erweitert das Volumen zu 42,5 Kubikmeter, alles andere ist wie gehabt.
Der Holzanhänger kommt von FarmSim World FS Modding, Downloadgröße 5,41 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Auflieger-Anhänger kommt mit einem Gewicht von 6,7 Tonnen und wiegt 28.000 Euro in der Standardversion. Hier kann bei der Hauptfarbe geändert werden, und zwar gewählt werden aus der Standardpalette, und bei den Felgenfarben kann gewählt werden zwischen Weiß, Silber, Schwarz und Chrom. Von Silver kommt gleich der nächste Holzanhänger, und zwar der kurze Holzanhänger mit einer Downloadgröße von 0,67 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Kommt mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen und kostet 39.000 Euro. Hier bei der Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die Designfarbe ist ebenso die Standardpalette und betrifft die Seitenelemente. Und natürlich die Felgenfarbe haben wir auch wieder die Standardpalette. Es versteht sich von selbst, dass bei beiden Holzanhängern das Nummernschild hinzugefügt oder geändert werden kann. Die nächste Mod kommt von Agrotono, Downloadgröße 31,01 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Pack aus 4 verschiedenen Mähwerken, und zwar für den Drescher. Wir haben einmal die 630er FD, die 35er FD, die 640er und die 645er FD. Die 630er kommt mit einem Gewicht von 3,1 Tonne, Arbeitsbreite 9,1 Meter und Arbeiter bei 10 km/h, Kostenpunkt 57.000 Euro. Beim Design kann gewählt werden, ob noch eine Airbar hinzugefügt wird oder nicht. Bei der Marke kann gewählt werden zwischen dem 630er FD und dem 730er FD. Es bringt aber keine Leistungssteigerung, sondern es ist lediglich ein kosmetischer Punkt. Hauptfarbe kann natürlich aus einer ziemlich schön großen normalen Standardpalette ausgewählt werden, bis und mit Chrom. Wobei ich also nicht herausfinden kann, wo und was sich also hier ändert bei der Farbgebung. Bei der Designfarbe ebenso wenig. Also es scheint für mich in dem Sinne hier keinen Einfluss zu haben, sondern betrifft nur die Airbar, wenn diese hinzugefügt worden ist. Das 635er Mähwerk wiegt ebenfalls 3,1 Tonne, Arbeitsbreite 10,6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h, Kostenpunkt 67.000 Euro. Hier gilt natürlich alles dasselbe. Mit dem ganz normalen, selben normalen Prinzip wie das vorhergehende Mähwerk. Wir gehen zum 640er. Das ist dann 4,1 Tonne schwer, Arbeitsbreite 12,2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 77.000 Euro. Auch hier natürlich dieselben Konfigurationen. Und kommen wir zum 645er Mähwerk. Das ist dann 4,3 Tonne, Arbeitsbreite 13,7 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit bei 10 km/h, Kostenpunkt 87.000 Euro. Natürlich sind auch hier dieselben Konfigurationsmöglichkeiten vorhanden. Und neben dem großen Drescher ein kleiner Roller, der von Castan 18 kommt, Downloadgröße 1,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Roller respektive Scooter in der Version hier mit 20 PS, wird stufenlos geschaltet natürlich, hat 5 Kilowatt Tank Batteriefüllmenge, Maximalgeschwindigkeit 30 km/h und wiegt 90 Kilo. 90 Kilogramm? Mhm. Grundpreis 1500 Euro. Die Motorenausführung kann gewählt werden zwischen E-Scooter und den getunten. Hat auf die Geschwindigkeit keinen Einfluss, lediglich auf die PS-Zahl, also die Leistung erhöht sich auf 30 PS. Alles andere bleibt genauso wie beim normalen Scooter. Dann kann hier das GPS hinzugefügt werden. Ich frage mich allerdings gerade, warum? Was kann ich damit auf dem Feld bearbeiten? Weiß ich nicht. Und natürlich kann bei der Hauptfarbe geändert werden zwischen Schwarz, Weiß und Chrom.
Kommen wir zum letzten Anbaugerät, das heute im ModHub herausgegeben worden ist von Giants. Und zwar ist das dieser Lizard Straßenschaber. Kommt von North Modding Company. Downloadgröße 1,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Straßenschaber in der Standardversion mit einem Gewicht von 320 Kilo und einer Arbeitsbreite von 5 Metern. Kostet 2400 Euro. Beim Design kann hier geändert werden, und zwar kann ein Straßenschaberpflug hinzugefügt werden, ein Pflug und Grubber, wobei ich also hier keine Unterscheidung sehe im Modell an sich, sondern das ist wahrscheinlich einfach eine Option. Bei den Hauptfarben habe ich die Standardpalette bei der Hauptfarbe und bei der Designfarbe ebenso. Dieser Straßenschaber ist ein praktisches Werkzeug für Ihren Vorworter. Verwenden Sie den Greifer des Vorwortes, um den Lizard-Straßenschaber hinten sich herzuziehen, um die Straße zu räumen und zu säubern. Im Shop können entweder die Version Pflug und Grubber kaufen oder die Standardversion beibehalten, die im Spiel keine andere Funktion hat, als Äste aus dem Weg zu räumen. Für die Version Pflug und Grubber können Sie in den Straßenschaber einsteigen, um die Option Feld erstellen zu aktivieren, genau wie bei einem Standardflug. Wir fahren gleich mal zu der nächsten Mod, und zwar ist das der Abfluss der Regierung. Und zwar handelt es sich dabei um ein Update, und zwar von Casa Farms. Downloadgröße 0,62 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Wir haben diese Mod vor einiger Zeit schon mal besprochen gehabt, also es ist im Prinzip nichts anderes als eine Verkaufsstelle für Flüssigprodukte, also das heißt für Wasser, Milch, Schlamm, Gärreste, Flüssigdünger, Pflanzenschutzmittel und Diesel, das heißt also Sachen, wie man nicht mehr gebraucht am Hof, kann einfach in diesen Abfluss quasi verkauft werden. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Verwertungsanlage von der Regierung, wo man einfach diese Reste verkaufen kann zu einem geringen Preis. Das Änderungsprotokoll sagt, dass die Preise jetzt viel niedriger gemacht worden sind, also angepasst, da einige viel zu hoch waren. Die Türanimation wurde angepasst, um schneller zu sein, und es wurde die italienische und polnische Übersetzung hinzugefügt. Also die Animation passt, leider gibt es keinen Ton dazu. Wäre schön, wenn man hier auch einen akustischen Effekt hätte. Von Mayfew FS kommt die nächste Mod, und zwar das alte Tankstellenpack. Downloadgröße 10,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ganz einfach hier, es handelt sich hier um zwei Tankstellen, welche entgegen der Beschreibung, die sagt, es ist unter Verkaufsstationen zu finden. Es findet sich hier also im Baumenü unter Tools. Kostenpunkt je Tankstelle 12.000 Euro und hier kann natürlich Diesel getankt werden. Kommen wir zum Großhandel, und zwar kommt der von Zottel Zockt. Downloadgröße 1,99 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich diesmal hier tatsächlich um eine Verkaufsstation. Also hier können alle Produkte verkauft werden, die im Standardspiel vorhanden sind. Es soll sogar so sein, dass die Aufträge, die generiert werden vom Spiel, auch dies als Verkaufspunkt oder als Zielpunkt auswählen werden. Wenn wir gerade im Baumenü sind, schauen wir uns auch gleich die nächste Mod an, und zwar das Festmist- und Güllehändler-Pack von Puma 145. Downloadgröße 4,21 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Pack gepackt mit zwei Verkaufsstellen. Einmal die Verkaufsstelle für den Festmist und die Verkaufsstelle für die Gülle. Dann können wir unter Fabriken können wir das Gegenteil finden, und zwar ist das hier die Einkaufsstelle. Hier kann also Festmist eingekauft werden und hier kann Gülle eingekauft werden. Für die Gülle gibt es in den Silos sogar noch ein Lagerplatz, also ein Gülle-Lagerplatz, der auch platziert werden kann. Das heißt, die Gülle kann gekauft werden, dann am Hof gelagert werden und danach wieder verkauft werden, wenn einem so zumute ist. Ein kleines Paket an
Dekorationsobjekten kommt von 20 mm Normandy mit der Downloadgröße 4,32 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich um das platzierbare Milchfarmpaket, bestehend aus diesem kleinen Iglu, einem kleinen eingezäunten Iglu, einem hochgeklappten Zaun bei diesem Iglu, dann eine Schubkarre und ein Mixer hier. Das sind diese fünf Deko-Elemente, die man brauchen kann, um seine Farm zu dekorieren, weil es ja eigentlich so ist, dass ein Bauernhof sehr selten hundertprozentig sauber und schön aufgeräumt daherkommt. Also das sind so Dekorationsobjekte, um das dem Ganzen ein bisschen Stimmung zu geben. Kommen wir zur letzten Mod, die ich heute präsentieren darf. Und zwar sind dies die Paletten von Tarchi 007, Downloadgröße 1,35 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar sind diese Paletten beladen mit all den möglichen Produkten aus den Produktionen. Also beinhaltet dieses alle Produktionsgüter gestapelt auf Paletten. Und zwar einmal Brot, Bretter, Butter, Kuchen, Rapsöl, Müsli, Käse, Schokolade, Kleidung, Eier, Stoff, Mehl, Möbel, Traubensaft, Trauben, Honig, Kopfsalat, Olivenöl, Rosinen, Erdbeeren, Zucker, Sonnenblumenöl, Tomaten, Wolle und das war es von diesem Paket. Dann noch eine kleine Neuigkeit für alle die, die den Seasons Pass haben. Also Giants hat angekündigt, dass das erste DLC im März verfügbar sein wird. Die allgemeine Meinung geht davon aus, dass dies dann der 22. März sein wird. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, das wird so sein, weil natürlich der LS auch in der 22er Version ist. Auch der 22. November war der Release-Tag des Basisspiels, also wird wahrscheinlich das schon am 22. März dann erscheinen. Ich bin gespannt, es sind noch keine Details bekannt geworden, was dieses DLC enthält oder enthalten wird. Und mit diesen Worten möchte ich mich auch schon wieder bedanken fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Ganz, ganz herzlichen Dank. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich euren Daumen natürlich sehr freuen. Wenn ihr keine weiteren Videos in dieser Art verpassen möchtet, dann lasst doch unbedingt das Abo da, damit ihr immer informiert seid, wenn etwas Neues gepostet wird. Wie zum Beispiel auch morgen den Livestream aus der Kalmsten Farm über das Kapitel Nummer 4, wo wir dann einfach weitermachen, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Livestream. Ich freue mich schon, mit den Leuten wieder zu chatten, die ich letzte Woche auch schon im Chat oder im Stream hatte. Ich freue mich auch darauf auf morgen. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Einschalten. Danke, tschüss und hasta luego.